Heute möchte ich gerne zwei Saugroboter testen, und zwar einmal den Medion MD18600 und den Dirt Devil Spider M607. Ich versuche jetzt hier exakt 80 Gramm Reis zu verteilen. Ich werde den Roboter genau in die Mitte stellen und dann schauen wir mal, wie viel er da nachher von wegnimmt. Damit wir auch gucken können, der Behälter ist komplett leer. Ich schalte ihn jetzt erstmal ein und dann lasse ich ihn hier eine Minute arbeiten. So, das ist etwa ein Quadratmeter hier, nicht auf einen Zentimeter genau, aber das passt schon so. Aber 80 Gramm Reis liegen jetzt hier. Dann schauen wir mal. Ich starte ihn jetzt. Da, was mir auffällt, er schmeißt ganz schön viel Reis nach vorne weg. Und Stopp. Eine Minute und eine Sekunde. Ich denke, das sollte langen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe ja so eine Haushaltswaage. Einmal auf 0, ein Teller drauf und Tara. Und jetzt gucken wir einfach mal nach. Den machen wir erstmal aus. So, dann machen wir den Behälter auf. Nehmen hier den Filter raus. So, nichts daneben fällt. So, dann gucken wir mal. Ein bisschen vorsichtig. Wir haben jetzt von 80 Gramm ausgestreut 61 Gramm aufgenommen. Exakt 80 Gramm habe ich wieder zusammenbekommen. Gucken wir mal, was der Konkurrent dazu sagt, der Dirt Devil. Und los. Ja, was eben auffällt, er schmeißt die Reiskörner nicht so weit nach vorne weg. Also das fällt schon mal positiv auf. Wie das Ergebnis nachher aussieht, das werden wir sehen. Etwa auch eine Minute, eine Sekunde. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Die Waage wieder her. So. Einschalten. So, dann bin ich mal gespannt. Also trotz ich was verschüttet habe, ein bisschen mehr als beim anderen, bin ich bei genau 80 Gramm. Also er hat genau exakt das rausgeholt, was ich hier verschüttet habe. Der zweite Test ist jetzt mit Mehl. Hoffentlich gibt das nicht so eine große Sauerei. Ich habe hier exakt 30 Gramm. Die werde ich jetzt hier versuchen gleichmäßig zu verteilen und mal sehen, was der Erste, der Medion-Sauger, jetzt hiervon aufnimmt. So, ich habe nachher einen Kompressor, den kann ich wieder richtig sauber machen mit Druckluft. Los geht's. Eine Minute und eins wieder. Ja, gucken wir uns erst einmal das Ergebnis an. Ich mache jetzt hier erstmal aus. So,
So, dann lasse ich jetzt erstmal dastehen. Jetzt gucken wir uns das Ergebnis an. Das ist natürlich hier deutlich zu sehen, dass hier in den Fugen, dass er das da nicht rausbekommt. So, dann liegt hier noch ein bisschen. Jetzt werden wir das Ganze mal versuchen, nochmal zu wiegen. Wir machen hier das an. Und dann schauen wir mal, wie viel Gramm da jetzt rauskommen. Das ist natürlich eine Riesensauerei hier. So gut es geht, mache ich das jetzt leer. Es ist eine Sauerei, also bitte, wenn Sie es vermeiden lässt, macht das nicht nach. So, ich habe jetzt hier 20, 19, 20 Gramm. Da kriege ich jetzt vielleicht ein bisschen was raus, aber es sind ungefähr 20 Gramm, das, was ich jetzt rausbekommen habe. Los geht's. Und ja, das Ergebnis seht ihr selber. Das sieht etwas schlechter aus als mit dem anderen Sauger. Jetzt wiegen wir das Ganze nochmal. So, ich muss das jetzt hier mal ein bisschen beiseite machen, hier so mit meinem Wiegeteller. So. Ja, es ist eine Sauerei, das kann ich euch sagen. So, dann machen wir. Achso, kann ich ja Teller mal draufstellen. So, dann machen wir mal den Staubbeutel raus. Und gucken mal. Ei, ei, ei. So, Tara ist eingestellt. Ich versuche jetzt auch hier so viel wie möglich abzustauben. So. Und darauf zu machen. Ja, überraschend, überraschend. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Er hat sogar 5 Gramm mehr aufgenommen, aber er hat schlechter gesaugt. Ja, ich habe jetzt beide Modelle getestet und beide haben Vor- und Nachteile, wie man sehen konnte. Wer viel Wert auf Features legt, dass der Saugroboter vielleicht alleine zurück in die Ladung fährt, der ein paar Programme hat, oben sichtbar mit einem Display und eine Zeitvorwahl, der sollte sich dann für diesen Medion entscheiden. Wer dieses alles nicht braucht, der ist dann gut beraten mit dem Spider. Die Saugergebnisse, ja, sind ähnlich gut. Der eine hat den Reis ganz gut weggesaugt, der andere dafür das Mehl. Wobei ich sagen musste, der Spider, der Dirt Devil Spider, hat in beiden Fällen mehr weggesaugt. Nur das Saugergebnis, da konnte man sehen, dass das beim Mehl etwas sauberer war, obwohl dieser Medion dann eben doch ein paar Gramm weniger weggesaugt hat. Ja, das ist natürlich letztendlich eine Entscheidungsfrage, was man oder für was man sich da entscheidet. Preislich liegt aktuell, jetzt Stand dieses Videos, der Spider ungefähr bei 80 Euro. Und der Medion hier, dieser MD18600, der liegt jetzt aktuell bei rund 90 Euro, hat natürlich ein paar mehr Features. Ja, das ist letztendlich, wie gesagt, ist das eine Entscheidungsfrage. Den Spider fahre ich jetzt ungefähr anderthalb Jahre und muss sagen, er macht seine Arbeit immer noch gut. Der Akku hält auch noch ungefähr eine Stunde 15 durch, dann ist er leer. Ansonsten das Saugen tut er wirklich sehr gut. Bei dem Medion kann ich jetzt nichts zu sagen, was jetzt das Langzeitergebnis angeht. Was vielleicht nochmal zu erwähnen wäre,
dass es hier bei den Medion, dass man hier die Bürsten, muss man einen Schraubendreher dabei haben, wenn man die jetzt rausnehmen möchte, um zu reinigen. Meistens drehen sich hier immer die, da kann man es sehen, drehen sich hier immer die Haare hinter ein. Und um die dann eben zu entfernen, muss man dann die Bürsten mit dem Schraubendreher lösen. Ansonsten ist er ähnlich aufgebaut wie der Spider. Das Reinigen beim Spider geht natürlich hier ein bisschen einfacher. Da braucht man nur die Bürsten hier nehmen und einfach abziehen. Das fand ich ganz gut. Und was man dazu sagen muss, er hat ein paar mehr Borsten hier an diesem, was sind das eigentlich? Besen. Und diese Besen sind da mehr Borsten dran, die auch etwas weicher sind. Das erklärt wahrscheinlich auch das, weil er den Reis nicht so weit von sich weggeschoben hat. Ansonsten, wie gesagt, die Reinigung ist hier recht einfach. Dann kann man hier das sauber machen und dann steckt man das hier einfach drauf, klick und fertig. Um da drinnen auch nochmal zu reinigen, das geht. Das ist hier drinnen nachher mit einem Stecker zusammengesteckt, das kann man dann hier eine Schraube raus und dann das Rad raus und dann das auch mal reinigen, wenn man da mal ran muss. Ansonsten ist der recht einfach aufgebaut. Vielleicht hier nochmal bei den Medion, die Bürsten, da kann man sehen, vielleicht hätte man hier ein paar feinere Bürsten oder die Bürstenhaare hier ein bisschen weiter auseinandernehmen, weil die sind doch etwas härter. Beide halten auch an der Treppe zum Beispiel an, vielleicht ist das nochmal wichtig. Die Sensoren, die hier verbaut sind, sagen dem dann, dass er dort auch anhalten soll. Stufen erkennt er denn. Das macht auch der Spider, der hält auch an Stufen an. Ich bin eigentlich soweit von beiden begeistert. Hier vielleicht ganz interessant, dass er ein Startvorwahlprogramm hat, wo man sagen kann, in, was weiß ich, 10 Stunden oder 11 oder 12 Stunden soll es anfangen zu saugen. Das finde ich ganz gut und dass er vielleicht so alleine zurückfährt in seine Ladestation. Das macht der Spider natürlich nicht. Der fährt so lange, bis der Akku leer ist und dann bleibt er stehen und gibt einen Signalton dann von sich. Das war's hier zu diesem Saugroboter-Vergleich oder zu diesem Saugroboter-Test, den ich jetzt hier mal ganz persönlich für mich durchgeführt habe. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen hier bei der Entscheidung, oder bei der Kaufentscheidung dort eine Auswahl zu treffen. Ja, wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal wieder und bis dahin sage ich ciao, euer Mike. Bis demnächst hier auf meinem Kanal.